Los mit dir. Also ich meine, das könnte es halt auch eine Biene sein, so, es könnte es auch Dagi Bee gewesen sein. Oh! Oh, okay. Hat er das jetzt wirklich gemacht, Alter? Hat er das wirklich gemacht? Ja, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einer Runde von Masterbuilders. Mit dabei ist heute der liebe Herr Bergmann. Hallo. Und die liebe Sabine. Hallo, Sabine. Hallo. Hier, was machst du denn Sabine? Hier? Hallo, guten Tag, ihr zwei. Hallo. Ich erkläre euch gleich mal, wer die Sabine ist. Vorher müssen wir mal schauen, was jetzt hier als Thema bei rumkommt. Denn Tim muss ich ja nicht großartig introducen. Ihr solltet ihn ja kennen. Na, kennt man dich nicht so. Du bist doch hier der ewige Minecraft-PvP-Gott, oder? So hast du dich doch selber betitelt. Ein Dragon. Oh, Dragon. Ah, ich weiß gar nicht. Hatten wir Drache schon? Hä? Ich glaub, warum bin ich denn nicht bei euch? Ich bin gar nicht drin. Ja, gut, hab ich gesagt. Ja gut, das war auf jeden Fall wunderbar, das haben wir sehr gut hinbekommen. Respekt nochmal an uns, wir sind super die Party-People, wir haben es richtig gut hinbekommen. Schauen wir mal, was wir als Thema... Ja, Bumblebee, ist das nicht ein Transformers? Ja. Auch. Alter, was ist Bumblebee noch? Eine Hummel? Eine Hummel, ne? Ja, was ist es jetzt? Der Transformer oder eine Hummel? Eine Hummel. Also ja, was müssen wir jetzt bauen? Das ist eigentlich eine Hummel. Ja, Transformer wäre halt jetzt hart über den Tellerrand. Ne? Also ich weiß, tut mir leid, wie sieht eine Hummel aus? Wie eine Biene, ne? Moment, ich muss mal ganz kurz gucken, Leute. Dick und fett. Du guckst? Ja, ich muss ja wissen, wie eine Hummel aussieht, Alter. Ich kenne halt nicht den großartigen Unterschied. Eine Hummel ist halt dick, mehr weiß ich nicht. So, ich habe jetzt ein Cartoon-Bild von einer Hummel auf. Ich kann das sogar hier einblenden, damit keiner mir jetzt vorwirft, ich würde hier großartig cheaten. Weil ich sehe nämlich schon wieder die ganzen Kommentare. Aha, Masterbuilders entlarvt. So sieht's aus. Ja, komm Leute, ich kenne euch doch alle. Ihr gönnt mir das doch alle nicht, dass ich mal was gewinne. Dass ich mal ein Spiel gut kann. Ich sehe das doch schon wieder, Mann. Unverschämtheit. So. Das ist natürlich ein diffiziles Thema, oder? Ja. So Leute, kurze Info für euch. Die liebe Sabine, die, hat mir sehr, sehr weitergeholfen. Die hat nämlich nebenbei mal Kanaldesign gemacht. Das heißt nebenbei, war ja schon ganz schön viel Arbeit. Ja. Das Neue. Und hat auch vor allen Dingen einiges für mich am Merchandise gemacht. Das könnt ihr jetzt auch vielleicht mal auschecken. Der Link dazu ist bisschen Husten in der Beschreibung. Ja, wie gesagt, das hat auf jeden Fall die Sabine dafür gemacht. Und ich habe ihr gerade gesagt, gut, Sabine, was möchtest du dafür? Und ich habe gesagt, ich will kein Geld. Ich will einfach mit dir Minecraft spielen. Das machen wir jetzt, ne? Genau. Oh, sieht's aus. Voll sweet. Oh, da ich liebenswert, so wie ich bin. Ja, meine Hunde, die ist auf jeden Fall sexy. Aber das Thema hatte ich tatsächlich noch nicht. Das ist jetzt echt, das ist ein wahnsinniges Gefühl gerade für mich. Bist du überrascht, ja? Ich bin wahnsinnig impressed, Mann, wieder von Minecraft und Mineplex. Und generell, also eine Hummel ist tatsächlich kein einfaches Thema, muss ich ehrlich sagen, ne? Hummel ist ich finde es relativ schwierig. Langweilig, ehrlich gesagt. Findest du wirklich? Ja, das ist halt schnell zu machen, ne? Ich bin gespannt, was Sabine jetzt raushaut. Die ist aber schon richtig. Die ist halt Designerin, die müsste es ja eigentlich hinbekommen, ne? Ja, ist klar. Ich habe gar keine Skills. Ach, das sagt sie doch jetzt nur so. Naja, eben. Hat eine Hummel nicht so einen Rüssel? Das wäre mir neu. Nicht? Ja. Ich weiß es halt nicht, keine Ahnung. Digga, ich habe mir noch nie eine Hummel vom Nahen angeguckt. Weil ich war jetzt als kleines Kind immer der Meinung, dass die auch stechen können. Was natürlich stimmt, die beißen ja nur tatsächlich. Ja, aber dann ja auch nicht mit dem Rüssel, oder? Wie bitte? Also, dann ja nicht mit dem Rüssel. Ja, gut. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich bin aber fast schon fertig, Alter. Echt? Ja. Los mit dir. Also ich meine, das könnte es halt auch eine Biene sein. So, es könnte es auch Dagi Bee gewesen sein. Oh! Oh, okay. Hat er das jetzt wirklich gemacht, Alter? Hat er das wirklich gemacht? Jetzt hier no hate, Leute. Ich will bitte jetzt die ganzen Bienchen in den Kommentaren mal ruhig bleiben. Füße stillhalten. Also du hast jetzt wirklich eine Biene gebaut und nicht das Auto aus Transformers, ja? Nee, was hast du jetzt das Auto zu bauen, das ist so hässlich. Das hab ich gedacht. Das Auto oder den Transformer? Das Auto. Okay. Weil ich nicht weiß, wie der Transformer aussieht. Ja. Hat's aus dem Kopf. Boah, Alter. Ich bin viel zu spät dran hier. Du bist fertig, Revi. Nee, ich hab grad noch mal ein bisschen improved. Aber ich muss sagen, also ich meine jetzt wieder nicht hier Safecoin, dass ich gewinnen würde, aber tatsächlich ist jetzt nicht ultra kack geworden. Das ist ein bisschen überheblich jetzt gerade. Ja, ne? Das ist halt, weißt du, wenn man eine Sache kann, Tim, dann dreht man ein bisschen ab, verstehst du? Der Erfolg hat mich verändert, so in Masterbuilders generell. Okay. Das war einfach eine Sache, die hat mich irgendwie selber krass geprägt. Meine Mutter hat sich auch von mir abgewendet seitdem, ne? Okay, war auch, die Malerin? Oder? Junge, mit dir rede ich nicht mehr. Nee, die war auch relativ gute Masterbuilders, dann habe ich sie vom Thron gestoßen. Ja. Und seitdem will sie nicht mehr mit mir reden. Tragische Familienereignisse, die sich hier abspielen.
live vor der Kamera, Leute. Aber ja, so ist es. Ja, Mensch, manchmal muss man über Leichen gehen, ne? Eben, also ich meine, wenn man was kann, dann sollte man da auch nicht... Ich locker den letzten Platz. Hä? Ich weiß gar nicht, was ich hier baue. Ich kann mich gar nicht konzentrieren, wenn ihr das so viel redet. Das ist wie früher in der Schule. Ah, oh, ich habe eine 6 geschrieben. Ja, ja, genau, nee. Genau. Und dann zeigen die, ist es wieder richtig, richtig krass geworden, wo man sich dann denkt, ja, genau, als ob. Weißt du, was ich meine? Das sind immer so die Leute, die so sagen so, ah, nee, guck mal, ich habe bestimmt eine 5. Und dann so, oh, dann heulen sie doch rum, weil sie eine 2 haben. Du sitzt da mit einer richtigen 5 und sagst dir so, okay, alles klar, ist in Ordnung, ja, mhm. Und dann kommt dann der Moment, wo die Leute dann anfängst von Schüler-VZ zu löschen. Das habe ich früher so gemacht, weil die mich wirklich abgefuckt haben. Ja, Schüler-VZ. In was für Gruppen warst du so am Start? Ach, in allem, Alter. Lehrergruppen, wo unser Lehrer beleidigt worden ist, alles, Alter. Okay. Hab ich mich mal rausgehalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war natürlich ja immer ein friedlicher Mensch. Ja. Aber soll auch vorgekommen sein tatsächlich, ne? Was jetzt? Also, dass Lehrer beleidigt worden sind in der Schule. In Gruppen, ja, ja. Alter Schwede. Das ist wahnsinnig, es ist unerhört, ich weiß, aber es passiert. Es passiert tagtäglich und da müssen wir auf jeden Fall was gegen tun. Die Zeit ist gleich vorbei. Das macht mir Sorgen. Meinst du, es ist einfach nur hässlich, weil ich so lange nachgedacht habe, ob ich eine Biene oder ein Auto baue. Und jetzt aber es einfach ist wie im Leben allgemein. Richtig hässlich, wenn man zu lange nachdenkt. Also, das. Ja, ich bin eine fette Biene. Ja. Da gebe ich mal ein It's okay, weil das hätte man besser machen können, oder? Ja, oh, ich finde die eigentlich, find die eigentlich ganz sweet. Also ich, gut ist es, ja, ich meine, oh! Okay, Tim, hättest du mir das gesagt? Ja. Okay. Ist auch nicht schlecht, aber die hat so einen Rüssel. Ist das deine? Die ist natürlich nice, ist oder? Deine. Ja, die ist ganz gut gemacht. Also da muss man schon sagen, die ist schon, also die ist jetzt halt nicht so kawaii, ne? Aber man kann, also es ist auf jeden Fall keine Biene. Ja. An der Körperfülle kann man das definitiv erkennen. Das ist ein, ein Tiger? Was ist es? Was soll es sein? Hallo? Vielleicht meine Erklärung? Hey, ich verstehe es nicht, Tim. Was ist es? Es ist kaputt. Ja, Respekt. Hier sind die Flügel aber sehr, sehr schön. Das stimmt, ja. Stabiler Stachel. Da gebe ich mal ein Gut, Alter. Aber das Face, tut mir leid, aber das Face ist natürlich, ja, da kann ich kein Gut für geben. Nee, nicht? So ein Mitleid-Gut? Guck dir mal das Gesicht vorne an. Ja, mein Gott, Alter, guck mal, der Details, also Details, Junge. Ja, Gott, ein bisschen kleine Augen halt, ne? Das ist das Auto von Transformers. Ja. Ich gebe mal ein Wow, Everything is Awesome. Ja, genau, mach das. Es, ich damit gewinnen. Siehst du die Abgase, auch die Gesellschaftskritik da dran, ne? Pollution und so ein Scheiß. VW, wahnsinnig VW. Gut, Sabine, wirklich, ey, dieses VW-Abgasskandal hier. Echt gut, dass du das ansprichst. Ja, schau mal, er hat hier jetzt versucht, den Transformers, glaube ich, zu bauen. Was? Sieht aus wie ein Crash-Test-Dummy. Das sieht aus wie ein Enderman. Ich geh mal. Und der Kopf ist nicht zentriert. Also das stört mich immer richtig, wenn jemand nicht symmetrisch bauen kann, ne? Ja. Da kriege ich immer zu viel, Alter. Junge, wie oft ich am Tag mein Regal hin und her schiebe, weil ich habe ja so ein. Das auch. Der hat einen Pimmel. Siehst du das? Oh mein Gott. Der hat einen Schwanz. Was ist denn das? Was ist denn da? Doch, Tim, das kann man doch wohl ganz klar. Das kann man doch wohl ganz klar identifizieren. Ich bin entschieden dagegen, Revi. Das ist schau doch mal genau hin, Piraten Bennett. Es tut mir leid. Dieses Gesicht, Mann. Das ist ein richtiges Derp-Face. Da gebe ich mal ein Gut. Das ist trotzdem irgendwie süß. Hä, wo ist das denn gut? Oh mein Gott, das verstehe ich gar nicht. Na gut, das finde ich auch ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt. Ah ja, ich meine, ich bin heute ein bisschen gnädig, ne? Also, der Stachel ist nicht zentriert. Heute, ne? Woran liegt das? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Bumblebee ist doch kein Bus. Das sieht aus wie dieser Hund von Dumm und Dümmer, dieses Auto. Stimmt. Ja, richtig. Hä, hey, aber das macht. Sorry, Alter, Niklas. Ja. Da hast du reingeschissen, Alter. Da hast du reingekackt. Ich hab nicht 100% gegeben, das stimmt. Aber mich hat hier noch nichts wirklich umgehauen, aber ist schon vorbei jetzt. Ja, Leute, hier. Ja. Oh, Sabine! Und. What? Nice! Hey, krass, ihr seid doch Cheater hier. Ja, wir haben das System einfach gehackt, Alter. Ja. Also, man konnte dein Auto auf jeden Fall kennen. Es war ein gelbes Auto. Safe Call. Was will man mehr? Ja, Leute, das war es auf jeden Fall von einer knackigen, kurzen Runde im Master-Builders. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Schaut auf jeden Fall bei meinem Tim und bei der Sabine vorbei. Beide Kanäle sind in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich will mal kurz einen Hustenreiz. Merches. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ne? War super, oder? Es war wirklich schön. Ja, freut mich auch, ne? Also, Leute, macht's gut. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!